Willkommen zurück zu Pumpkin Jack. Nachdem wir beim letzten Mal uns gegen ihre Hexen behaupten konnten, oder eine Hexe, sind wir jetzt auf irgendeinem Schlachtfeld mit ihm hier. Wenn das nicht Jack ist, wie schön, dich wiederzusehen. Ich würde ja gern sagen, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, aber du bist halt ein hinterhältiger kleiner Penner. Wir reizen. Deshalb mag ich unsere Gespräche so sehr. Aber in Zukunft werde ich wohl ohne sie auskommen müssen. Für dich ist jetzt nämlich Schluss, Jack. Du findest dich jetzt im Reich der Menschen. Vielleicht kann ich dich nicht mit Monster aufhalten, aber ich kann dir auf meine Art die Hölle heiß machen. Du bist ein kranker Sadist. Hätten wir uns kennengelernt, als sie noch am Leben war, wären wir wahrscheinlich beste Freunde geworden. Und du das perfekte Versuchskaninchen. Aber hier in der echten Welt brauche ich das schon lange nicht mehr. Du bist auf diese lästige Krähe angewiesen. Deshalb habe ich mir die Frechheit genommen, einen magischen Schild um meine Männer zu zaubern. Dein gefiederter Freund wird ihnen von nun an keinen Schaden mehr zufügen können. Wenn du meine Männer umlegen willst, dann musst du schon selbst reingehen. Warum erzählst du mir das alles? Weil ich dich beobachten will, dir dabei zusehen, wie du meine Männer umbringst, wird mir meine nützliche Information liefern. Wenn wir dann die Klingen kreuzen, werde ich jede deiner Bewegungen vorausahnen können. Bis dann, Jack. Okay. So, ich habe jetzt hier auch eine ordentliche Wumme. Der kann ich jetzt hier Zeug kaputt schießen. Kann man mal machen. So. Was kommt jetzt? Ich bin 5 Meter gegangen. Die Welt steht in Flammen. Da ist eine Eule. Meine Eule. Und gehen wir mal hin, ne? Irgendwie, vielleicht, eventuell. Pass auf, Jack. Wir machen keine halben Sachen. Okay. Hey, Ulle, was geht? Uhu, was für eine einladende Gegend. Wir befinden uns mitten in einem Kriegsgebiet. Was machen wir überhaupt hier, Vogel? Jetzt sag nicht, wir hätten uns verirrt. Begrabe den Gedanken. Wir haben uns nicht verirrt. Wir müssen nur wieder die Fährte finden. Das kleine Missgeschick mit der Hexe hat mich von der Fährte des Zauberers abgebracht. Aber seine Magie liegt hier ganz eindeutig in der Luft. Ich kann sie spüren. Also ist er vor kurzem hier gewesen? Ich muss gerade erst hier lang gegangen sein. Worauf warten wir denn noch? Auf ihn mit Gebrüll. Nicht ganz so eilig, voreilig, Jack. Zergraben ist unpassierbar, doch mit den alten Belagerungsturm könnten wir es schaffen, über die Mauer zu gelangen. Ärmel hoch, jetzt wird gewerkelt. Schnapp dir ein paar von den alten Brettern, die hier rumliegen. Die können wir zum Wiederaufbau des Turms benutzen. 4 stabile Bretter sollten reichen. Ab an die Arbeit. Okay. Dann brauchen wir ein paar Bretter. Sind die grün markierten? Okay. Na, das kann auch gut werden. Eventuell. Mal gucken. Abwarten, Kakao trinken. Ich glaube, ich sehe da oben ein Brett am Baum, Jack. Okay. Hey. So, da haben wir ein Brett. Und noch ein Schädel, den können wir uns später holen. Das war ein Satz mit X. In Ordnung, vollkommen klar. Hier ist ein Schädel, da hinten ist ein Schädel. Wie viele Schädel wollen wir hier verteilen? Ja. So. Ob wir hier rüber auch irgendwo hinkommen, wo ich hin will. Aber es sieht fast danach aus. Aber gucken wir mal. Das wird schon, irgendwie. Ich glaube, ich schaffe. So. Zack. Bums, bums. So. Da vorne eins und da irgendwo. Keine Ahnung, wie wir da irgendwo hinkommen. Aber müssen wir wohl auch noch rausfinden. Anscheinend müssen wir hier auch über diese komischen Drehpfeiltürme dann da irgendwie hoch für das eine Bett. Aber wenn sonst nichts ist, das kriege ich hin. Das kann ich. Da hinten ist auch ein Schädel. Den hole ich mir gleich. Ist halt nur die Frage, wie kommen wir da hin? Aber da haben wir 3 Bretter. Wirklich, danke. Na
so nicht. Okay. Und sag mal den Schädel, bevor ich ihn vergesse. Dann mal gucken. So, meins. Bis hierhin war ja alles einfach. Oben da schießt irgendwie was vom Turm. Da ist Blick, ne? War ja immer grün markiert. Anders grün markiert, das sehe ich nicht. Ich dachte eigentlich, wir würden dann den Turm bauen, um dann überhaupt auf die Mauer raufzukommen. Hm. Wir gucken. Das wird schon. Irgendwie. Vielleicht. Immer da drüben, ein weites Brett. Ja, deswegen bin ich auch hier. Also ganz mit, bin ich mit der Wumme hier noch nicht so ganz zufrieden. Aber so ist keiner noch werden. So. Aber es wird. Das sollte reichen, Jack. Kehren wir zur Eule zurück. Okay. Muss das im lebenden Zustand sein? Ja, ne? Verdammt. Okay. Aua. Wer stellt denn da so eine scheiß Blockade hin? Also wirklich. Hey, du Eule. Und wir da noch. Unvorstellbar, dass all das Holz als sonst einfach nur verrottet wäre. Zitze. Hier wird nichts verschwendet. Upcycling ist die Devise. Machen wir diesen Turm wieder flott. Okay. Angriff. Das ist unsere Chance, Jack. Stürmen wir die Festung. Okay. Profi-Handwerker, ja? Okay. Hey, Jack, so, gucken wir mal, ne? Oh. Eindringlinge, nehmt das, du gammeliges Kürbisgewächs. Okay, die Kollegen halten gut was aus. Das ist eigentlich mit dem Schwert geworden. Will das nicht mehr mit uns reden? Na, ich könnte es natürlich auswählen, ne? Aber die Frage ist halt, will ich das? Hm, ich weiß ja nicht. Bin ich ja schon ein bisschen skeptisch. Okay. Ist er tot? Hat es hier mit diesen Flaschen hier auf sich? Weiß ich auch nicht, ne? Hm. Okay. Kann ich das irgendwie anschieben oder so? Ich kann schieben. Okay. Oh oh, oh oh. Okay, kaputt. Weiter im Text. Nix da. Ich mich treffen hier. Kommen wir da hin? Also wirklich. Och nee, Scharfschütze, ernsthaft, legt euch mal ein bisschen Skill zu, ihr scheiß Camper. Bitte nicht runterfallen. Ich habe so das Gefühl, hier wäre tatsächlich das Schwert ein bisschen besser. Aber wer bin ich schon, dass ich das so verurteilen kann? Hey. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Warum habe ich keinen Schaden gekriegt? Man stirbt mich nicht, ne? Wundert mich halt nur. Hm. Aber was soll's. Checkpoint! Das ist der Point der Checkpoint! Ihr seht einen großen bösen Kerl, einen großen bösen Gerät! Schön! Na, mal gucken! Mal gucken, was der so kann. Außer uns nehmen. Ach, da müssen wir. Ach du Scheiße, okay. Müssen wir jetzt die Lore verschieben. Damit das dann irgendwann explodieren kann und so. Hey, Penner, Drecksack, Elendiger, geh weg.
Ah, kacke. Ich muss erst die Dingers hier beseitigen, sonst wird das gar nichts. Wow, der macht Schaden. Okay, übergeredet. Und schieben, und schieben, und schieben, und schieben. Dauert nur eine halbe Ewigkeit, aber ich schiebe. So, wieder einen Meter geschoben. Der Wahnsinn. Das war ein halber Meter, aber trotzdem. Oh, nicht dran vorbeilaufen. Schieben sollst du. Nicht arbeiten, wenn ich ständig davon abrutsche. Ist doch wahr. Okay. Yeah. So. Es kann sich nur um Stunden handeln. Wir sind fast da. Bis wir dann den großen bösen Typen an den großen bösen Gerät erwischen hier. Ich hab schon fast hinter mir. So. Warte noch kurz. Warte kurz. Ja, boom. Ha, ich schätze, wenn man ein schlechter Schütze ist, kommt's wirklich nicht auf die Größe drauf an. Das mag sein. Was können wir denn hier tun? Oder Lukas oder was? Hey, und greife an, um nach vorne zu schnellen, Jack. Okay. Ja, okay. Den muss wahrscheinlich halt ganz oben erreichen. Okay. Und damit dreht sich der Turm. Gib ja hier, Schweinebacke. Aber dennoch, erstmal hier das hier hinten. Mal gucken, was hier sonst noch so ist. Aber man könnte was verpassen, ey. Ich glaube, sonst ist hier tatsächlich nicht so viel. Und dahin ist dann die Steinmauer, alles gut. Gucken wir aber trotzdem, wenn wir jetzt hier auf den Turm hier hochgehen, was wir hier zum Beispiel hier noch entdecken. Siehst du wohl. Kannst du ja nicht liegen lassen, so, ne? Geht ja nicht. Hep. Und hep. Und hep. Das war bitter nötig. So, was macht ihr hier? Geht. Oh, du willst das zu glauben? Müssen Sie hier am Tor Wache schieben, während Jerry dem Bliede bedienen darf. Ja, los, Jerry kommt immer die besten Aufgaben zugeschustert. Aber hey, wenigstens kommt hier nie wer vorbei. Das ist der einfachste Job aller Zeiten. Hier geht ein Monster, ein echtes Monster. Wir werden angreifen. Das nennt man wohl Ironie-Schicksal. So schickt Jerry, wenn man ihn mal braucht. Jerry! Der Helle will ich ein Schicksal. Ab zu dem Wagen. Wir müssen das Tor hinter herunterlassen, aber flott. 1, 2, 1, okay. Aber weg mit dir. Und auch noch Rennen fahren hier. Ich glaube, es hackt. So, der ist weg. Ich werde Erster. Ich spiele Mario Kart. Pumpkin Jack Edition. Okay. Ich glaube, ich schaff's. Wie viele von den Soldaten sind plötzlich hier da?
Vorher waren es doch nur drei. So. Hier ist das Ziel, das ist das Ziel. Ich bin erster. Hey, tschüss. War schön mit euch. War auch nur ein bisschen knapp. Du hast es geschafft, Jack. Wie konnte ich dir an dir zweifeln? Ich hab selbst an mir gezweifelt. Okay. Und jetzt? Runter? Dahin? Dahin ist auf jeden Fall Schädel. Da unten auch noch einer. Wo wir eh hin müssen. Ein bisschen. Ist hier der Weg? Nee, da ist der Händler. Okay. Können wir mal gucken, was wir Neues uns anziehen können. Jo, was geht denn, Alter? Puh, Jack, hallo. Witzig, dass wir uns immer wieder über den Weg laufen. Was tust du hier? Das hier ist doch ein Kriegsgebiet. Ein Krieg zwischen Menschen und Monstern? Wie könnte ich denn nein sagen? Links sind die neuen Kunden, rechts die frischen Leichen. Ich befinde mich mittendrin und mache mein Mordsgeschäft. Wie raffiniert. Wirf ruhig einen Blick in meine neuen Waren. Ein frischer Look braucht neues Leben. Oder haucht neues Leben ein. Irgendwie sowas stand da. Ja, nee. Wir nehmen mal Skelett. Sieht doch gut aus. Einer von denen. Okay. So. Und dann mal weiter. Yay. Ich kann die Stadt schon von hier aus sehen, Jack. Ist nicht mehr weit. Ach so, okay. Wieder beschossen. Aber das kriegen wir gleich auch noch hin. Hinten muss die Lore hin. Ja, dann mal auf, ne? Ja, das war so klar. Irgendwas ist ja immer mit dem Wix hier. Schieben, einfach schieben, einfach schieben, einfach schieben, schieben, schieben. So, zwischendurch ein bisschen Heilung holen, weil wegen Brauch halt. So. Juhu. Und weiter schieben. War so klar. Dass auch nicht dieser Waggon vorher schon irgendwie in die Luft fliegt oder so. Weil die ganze Zeit beschossen wird. So schlimm kann das Zeug da drin ja nicht sein anscheinend. Zwischen da. Da ist immer relativ, ne? Kabumio! Okay, das war zu gut weg. Es gab wohl mehr Explosionen als gedacht. Ja, brenne, Baby, brenne! Ich glaube, ich genieße das hier gerade etwas zu sehr. Ach, Quatsch. Oh nein. Der Fährmann. Oh, sieh mal an. Du schon wieder. Der Geizhals, der sich zu fein ist, dem Fährmann Trinkgeld zu geben. Diesmal hat niemand für dich im Voraus bezahlt, Jack. Ich hoffe, du hast ein wenig Kleingeld dabei. Klar doch, wie wär's mit einer Fingervergütung in deine Fährmannsvisage? Aber eine kleine Gratisfahrt würde ich mir auch gefallen lassen. Geiziger Jack. Ist wirklich zutreffend. Nun denn, bringen wir dich mal auf die andere Seite. Aber das kommt auf deinen Deckel, Jack. Okay. So, aber gut festhalten, zwischendurch hier den Schädel einsammeln, weil wegen warum nicht? So, ist so gut. Aber
voll hier. Ein bisschen was davon für ein bisschen Leben. Okay. Wieder der Spaß hier. Mein würde eigentlich, ne, so eine ordentliche Wumme würde ein bisschen mehr gegen diese ganzen Geister tun. Geht er weg. Oh. Hey. Kollegen, so nicht, ja. So bitte nicht. Mag ich nicht. Ich muss doch mein Schiff kriegen. Ja, dann nochmal das Boot getauscht, ja? Okay. Und nochmal das Boot tauschen. Okay. Komm auch nicht. Kann man ja mal machen, ne? Oh je. Schon da. Ich springe einfach hier ab, ne? Ist gar kein Problem, ne? Es ist deine letzte kostenlose Fahrt gewesen, du Geizkragen. Beim nächsten Mal zahlst du einen vollen Preis. Na, das sehen wir dann. So, wow. Das sehen wir halt einfach dann. Oh, shit. Wieder vom Himmel geschossen. Den Typen da vorne muss ich auch noch kriegen. Haben wir es jetzt? Nein. So, haben wir hier einen Schädel, da vorne sehe ich einen Schädel. Yeah. Like Mammut. Holen wir es nochmal eben schnell. Geht der fix. Oh nein, ich muss wieder kämpfen. Warum geht's doch irgendwo hoch? Was ist der Weg? Muss ich hier lang? Ist auf jeden Fall Schädel. Okay, deswegen. Meins. Ich komme zwar nicht aus Mainz, aber das hier ist meins. Oh komm, weißt du was? Immer schwer. Es ist einfach besser. Punkt. Ja, das ist die Schusswaffe echt zu beschissen. Behaupt ich. Insbesondere wenn ich eh nur aufs Maul kriege. Ich wollte nur gucken, ob da oben auch noch was drauf ist. Aber sieht nicht danach aus. Dann gehen wir halt hier diesen Weg zu dem Schädel hin und dann wird alles gut. Aber sonst ist da auch nichts drauf. Na gut, dann würde ich sagen, wie es dann von hier aus weitergeht, gucken wir uns an in der nächsten Folge von Pumpkin Jack. Bis dahin, viel Spaß dann noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.